Ja, so Leute, wie ihr seht, ist ja hier der Stollen und er geht direkt geradeaus. Stolleneingang, genau, geht direkt geradeaus. Also, daneben kommt noch eine Abzweigung, führt direkt unter den Tagebau, also nicht die Abzweigung, aber da, wo es geradeaus geht. Also werde ich wohl recht haben, dass da drinnen, wo die Backsteinmauer war, dass dort zugemauert ist, aber dahinter war reines Erdreich. Und deswegen werden wir jetzt hier oben drüber gehen, um zu gucken, ob wir Einsturzkrater finden werden. Natürlich nehmen wir euch das Bier auch wieder mit. Und natürlich trinken wir auch dabei auch Bier, weil wir trinken immer Bier. Ansonsten wird man verdursten. Eben, das stimmt wirklich. Wir müssen mal gucken, ob wir hier irgendwo durchkämpfen. Holz? Oder hier oben? Also hier oben? Hochkrabbel dann. Können wir oben außen rumlaufen? Ja, das werden wir auch machen. Weil ansonsten da könnte man noch langlaufen. Weißt du was? Hm? Tust du jetzt filmen? Ja. Ja. Ja, am besten gehen wir hier, oder? Glaube ich auch. Hm? So Leute, das wollte ich euch noch schnell zeigen. Guckt euch mal die Betonstützwand hier an. Ja, hier sieht man es. Das ist richtiger Beton. So wie wir das auch schon in Würgengel und so gesehen haben. Aber diesmal auch schön verputzt. Hier ist der Putz halt ab. Ja, weil die Grube wurde ja 1936 nochmal aufgewältigt. Im Zuge des Vierjahresprogramms von, naja, ihr wisst schon von wem. Geil, Leute. Und hier hinten ist die Grube, also der Stolleneingang. Das heißt, wir müssen uns hier rüberschlagen, um zu gucken, ob Einbrüche dort sind. 40. Und darauf nochmal, ihr wisst, einen Schluck Bier trinken. Prost. So Leute, wir sind jetzt direkt von da unten hier hochgekommen. Da hinten, wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr in dem Gebüsch das Gemäuer des Stollens sehen. Und so sieht hier jetzt die Umgebung aus. Auch wieder wie so ein kleiner Tagebau. Und jetzt werden wir erstmal Richtung aufs Dach der Grube gehen. Nokta, die Grube, genau. Holz. So Leute. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Wieder Zaunpfähle aus Grubenschienen. Und hier hängen sogar noch die, die Verbindungsstücke dran. Tja. Absolutely, genau. Richtig derb. Und jetzt erforschen wir das Gelände des Stollens Weidenstollen. Leute, ist total heftig. Das ist alles Abraumhalde hier. Zumindest da und hier, worauf ich stehe. Derb. Der Stollen ist irgendwo da unten. Guck mal, schaut mal. Oh ja, der ist schon ein bisschen schwerer, der Stein. Also als der andere, gell? Obwohl ja. Der andere hat ja ein bisschen mehr Farbe gehabt. Also nach der, wenn man so betrachtet, dass der Eisengehalt. Ja. Wenn man noch höher geht, dann wird es immer wieder ein bisschen interessant, oder? Das stimmt. Scholz. Direkt, wenn wir hier geradeaus runter gucken, genau. Dass der richtig dick wird. Richtig. Das ist der Stolleneingang. Bei jedem Fall. Oh, hier geht's. Der kann hier nichts, nirgendwo einstürzen. Also auf jeden Fall. Also hier wahrscheinlich nicht mehr. Die nächste 200 Meter, würde ich sagen.
Aber so wie das aussieht, ist er direkt da vorne hinter seinem Eingang eingestürzt. Deswegen muss ich einfach mal hier runter gehen, damit ich euch das zeigen kann. Ja. So, wir sehen uns gleich unten. Ja. Also hier sieht es schon aus, als wären das Einbrüche. Aber ich kann es auch nicht wirklich genau sagen. Auf jeden Fall. Ui. Ui. Und hier vorne ist die Grube auf jeden Fall. Der Stollen. Das Mundloch des Stollens. Wieder ein Artefakt gefunden, Eisenrohr. Fast wäre ich hingeknallt, Leute. Tja. Ja, seht ihr, da ist das eine Rohr. Und es ist abgedeckt. Das, was schließlich noch geleuchtet hat. Ich habe das Rohr entdeckt, das abgedeckt ist. Das Rohr entdeckt, was abgedeckt ist, was vorhin auch ein bisschen geleuchtet hatte, das zweite Rohr, was wir entdeckten. So, Leute, das heißt, boah, ich habe hier sogar noch einen Tank entdeckt. Guckt euch mal den Tank hier an, Leute. Ich werde ja wahnsinnig hier. Guckt euch mal den Tank an. Nocta, der Tank. Ja, genau der. Und der? Ja, der auch. Hier noch mit den Verschlusskappen. Oh, scheiße. Es ist falsch rum aufgeschrieben. Ich halte die Kamera mal so rum. Ah, nützt ja nichts. Ihr könnt ja den Computer nicht umdrehen. Ja, derb. Und guck mal hier. Das ist ein Hochdruckkessel. Oder sowas. Hier liegt ein Hochdruckkessel oder sowas. Es sind noch Aufkleber dran. Guck im Umkreis der Anlage 3 Meter nicht rauchen. Das ist ein alter Gastank. Das ist Gastank. Ja. Das ist ein Gastank. Hier steht sogar Typenschild. Genau. Ermerk GmbH. Der. Ja, du kannst mal hier in die Kommentare schreiben, hier, wenn ihr einen Tank vermisst, der liegt hier. Guck mal, hier drunter ist die Grube. Genau. Ja. So, guck mal, hier ist das Rohr mit der Abdeckung. Siehst du? Ja. Das andere muss hier vorne gewesen sein. Das ist irgendwo dann zugemauert worden. Aber das mit der Abdeckung, deswegen hat es noch ganz leicht geleuchtet. Weißt du es noch? Ich habe ja auch gesagt, entweder ist da noch ein Bogensitz drauf, genau, oder hier so eine Haube. Das andere, das war ja. Muss das hier sein. Boah, scheiße, ich krieg schon wieder die ersten Angriffe hier. Dreckige Mücken. Boah, scheiße, das verstehe ich. Ich werde immer angegriffen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo das Ding hier eingestürzt sein sollte. Höchstens, dass der Baum was damit zu tun hat. Wo fährt aus? Ja. Ja. Das ist doch irgendwie die Stollingeingang irgendwie so Richtung sein, oder? Ja, so ist es. Das wird jetzt genau erforscht. So, Leute, hier vorne der Gastank. Und seht euch hier um. Rest eines alten Fahrrads. Jedenfalls sieht man meine Gabel. Genau, hier ist noch das Kettenblatt oder wie das heißt, Zahnrad. Die Kurbel. Guck mal hier. Hier waren die Kurbeln dran. Ganz schön, wenn das ein Fahrrad gewesen sein sollte, das ist aber ganz schön komisches.
Guckt ihr das an, das Gestell. Ja, ob das zu dem Fahrrad gehört, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Naja, das wird aber, was anderes sein. Was willst du so, sonst hier noch? Was haben wir das hinlegen? Naja, so seltsam sieht es wirklich aus. Was das sein könnte? Hm? Hier sowas, Heimtrainer. Ah, okay. Macht, könnte Sinn machen. Guck mal, sogar mit Ameisenhaufen drinnen. Und hier halt noch Hydraulikschläuche. Guck mal hier, wenn das zum Beispiel so war. Ne, warte mal. Das ist das hintere. Und dann muss das so irgendwo gewesen sein. So. Scholz. Dann noch. Was? So, da ist Kabel und hier ging es weiter, so ungefähr. Das müsste das wahrscheinlich irgendwo hinten sein, zu Hause trainieren, Heimtrainer. Könnte ja sein. So, und jetzt nach dem Loch gucken. So Leute, wir sind jetzt genau an dem Loch und wie ihr seht, dahinter ist feinstes Felsgestein. Aber es geht nicht tief herunter. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Grube wirklich eingestürzt ist oder ob sie so was weiß ich nur verfüllt haben hier. Keine Ahnung. Leute, das ist wieder der Moment, wo ich sagen würde, wie damals 89 oder 90 in Berlin, lasst uns Mauern einreißen. Gut Leute, wir bleiben dran.